Hallo ihr Lieben, ich beginne mein Video heute mal aus dem Fitnessstudio. Das ist mein OOTD, einmal komplett Oceans Apart. Die Hose kennt ihr schon, ist ja auch einer der neueren Kollektionen. So, so schön. Ich lebe praktisch in Oceans Apart, egal ob ich zu Hause bin, ob ich irgendwo draußen bin, ob ich im Fitness bin. Völlig egal, ob im Spielplatz und. Vor allen Dingen dieses T-Shirt hat es mir so angetan. Ich meine, das schreit ja einfach nur Sommer. Das ist so schön, dieser Print. I like it. Ich werde euch jetzt aber noch einige mehrere Teile zeigen. Vorab aber, damit ihr Bescheid weißt, es gibt jetzt gerade, und das gab es schon seit, ich weiß nicht, wie lange nicht mehr. Ich hatte so einen Code noch nie gehabt, seitdem ich mit Oceans Apart zusammenarbeite. Und zwar gibt es ganze 50%, ihr Lieben. 50% und zwar auf komplett alles. Egal ob auf Sets, auf Einzelteile und. Also die komplette Seite, alles steht zur Verfügung zum Shoppen. Yay! Ihr Lieben, schaut gerne vorbei, solange der Vorrat reicht, wenn irgendwie was schon vergriffen sein sollte. Ja, dann deswegen, ihr Lieben, beeilt euch. In der Infobox ist der Link und der Code mit Amanda50 spart ihr euch 50%. Ich zeige euch jetzt aber nochmal einige meiner Lieblingsteile zu Hause. At home auch geregelt. Und jetzt zeige ich euch aber noch, wie versprochen, die neuesten Klamotten, die neuesten Zugänge, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Einfach als kleine Inspo. Das waren sie schon, meine aktuellen Outfits, wo ich gesagt habe, ich möchte euch mal ein paar neuere zeigen, die ich euch so noch nicht gezeigt habe. Übrigens, die Gewinnaktion mit diesen Festivalbändchen läuft immer noch. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Oceans Apart hat nämlich sozusagen ein Festival ins Leben gerufen, ein digitales. Love Only war das Motto oder ist das Motto gewesen und es neigt sich jetzt dem Ende zu und deswegen haben sie ja die 50% rausgehauen. Also richtig, richtig krass. Wie gesagt, auch komplett alles. Und in jedem Päckchen, und da ist auch egal, wie hoch der Bestellwert ist, findet ihr solch ein Festivalbändchen. Das bekommt ihr auf jeden Fall. Und in 5 Päckchen werden so goldene reingelegt. Und wer das Glück hat, die in seinem Päckchen zu finden, der kann sich glücklich schätzen. Der hat nämlich 500 Euro gewonnen. Also richtig, richtig genial. Also dieses Bändchen ist auf jeden Fall mit drin. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, schaut einfach mal gerne in die Infobox rein, schaut bei Oceans Apart vorbei und sichert euch einfach 50% auf komplett alles. Das wird es so schnell nicht mehr geben. Das ist wirklich ein Hammer, Hammer, Hammer-Code. Wie gesagt, hatte ich selbst jetzt, seitdem ich mit Oceans Apart zusammenarbeite, noch nicht gehabt und noch nicht irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab. Wahrscheinlich letztes Jahr irgendwann. Und es wird es auch so schnell nicht mehr geben. Deswegen an alle, die Oceans Apart lieben, sichert euch diesen Code. Und alle, die es mal austesten wollten, ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, weil so einen hohen Code gibt es, wie gesagt, erst einmal nicht mehr. Deswegen viel Spaß beim Shoppen und für euch geht's jetzt mit dem Vlog weiter. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben Mittwoch. Heute ist mein Shoppingtag. Blöde ist nur, es soll den kompletten Tag regnen, sowohl hier bei uns als auch in Frankfurt. Es ist Regen angesagt, das ist richtig, richtig ätzend. Naja. Ich bin mir nicht sicher, wie die Bestimmungen überall sind, deswegen habe ich jetzt gerade einen Corona-Test gemacht. Sicher ist sicher, sonst stehe ich da und komme vielleicht irgendwo nicht rein oder sowas. Ich habe ein paar Sachen, die ich machen möchte. Ich habe euch ja erzählt, ich habe meinen Termin bei Dior. Ich möchte aber auch nach Geburtstagsgeschenken schauen für meinen Mann. Ich habe aber auch genaue Vorstellungen, also ich werde jetzt nicht von Laden zu Laden düsen. Ich weiß schon so in etwa, wo ich reingehen kann. Und was auch gut wäre, wäre Outfit für die Jungs, für die Hochzeit. Die ist zwar erst in 2 Monaten, aber wer weiß, wie sich die ganzen Regeln nochmal ändern und dass man vielleicht doch nicht mehr in die Geschäfte kann und so. Deswegen, ich habe das gerne schon abgehakt. Ich weiß ja die Größen,
Und deswegen würde ich eigentlich gerne mal zu H&M, C&A, aber ich glaube, dass da wirklich die Schlangen wahrscheinlich am längsten sein werden, weil nach meinem aktuellen Stand Wissen ist es so, dass man keinen negativen Test mehr braucht. Und bei den meisten Geschäften auch kein Termin. Das können die ja gar nicht handeln. Das ist ja wirklich bei riesengroßen Stores, die mehrstöckig sind. Und es ist in Frankfurt eigentlich so fast jeder. Es ist wahrscheinlich schwierig. Ich gehe davon aus, dass die in solchen Stores eher danach gehen, wie viele Menschen gerade drinne sind. Das hatte von Anfang an Primark zum Beispiel gehabt. Die hatten so ein Klicksystem. Jeder, der reingekommen ist an der Tür, die haben halt eben dann so einen Klicker gehabt und es praktisch gezählt. Und beim Rausgehen genau das Gleiche. Genau. Oh, richtig ätzend. Gestern unser Corona-Test, der war wirklich noch nicht mal ein Zentimeter. Also wirklich hier so in diesem vorderen Nasenflügelbereich haben sie da ein bisschen rumgemacht und das war's. Also Nase putzen ist schlimmer. Ja? Und jetzt war es so, dass sie wieder hier bis zur Mitte ungefähr gegangen ist. Also locker bis zur Mitte. Keine Ahnung, warum das überall verschieden ist. Also habe jetzt von manchen auch gehört, dass die, oder beziehungsweise ich habe es auch mal auf Insta-Story gesehen von Leuten, die einen Corona-Test gefilmt haben, die zum Beispiel am Flughafen und so weiter sind. Also da hat man richtig gesehen, wie wirklich so ein langes Teil, also wirklich gefühlt bis zum Gehirn hochgeschoben wird. Also ich weiß gar nicht, warum das immer noch überall so unterschiedlich gemacht wird. Also I don't know, but I don't like it. Also das war gerade schon wieder so relativ unangenehm. Einfach für mich, weil ich eine sehr empfindliche Nase habe mit meinen Allergien und so weiter, ist es immer so ein bisschen gereizt. Und deswegen ist es mega unangenehm, wenn die so tief gehen. Aber naja. Ich gehe jetzt nach Hause, wie man sieht. Ich war jetzt auch nirgendwo einkaufen oder so, weil ich mich echt beeilen muss. Wir haben jetzt mittlerweile 8.20 Uhr. Ich habe den Lias weggebracht, war beim Corona-Test und bin jetzt direkt wieder heimgefahren. Ich muss jetzt direkt was drehen für ein Video. Also es wird in einem Vlog integriert und es kommt aber heute online. Also ich muss noch einen kompletten Vlog schneiden und drehen und das Ganze dann mit einfügen. Deswegen, und das Ganze muss ich auf jeden Fall schaffen bis spätestens 11 Uhr. Es ist eine knackige Angelegenheit, weil ich möchte auf jeden Fall spätestens um 11 hier weg oder so. 11.30 Uhr geht auch noch, dass ich so ich möchte halt spätestens um 12 Uhr in Frankfurt sein, dass ich dort ganz in Ruhe ankomme. Zu Mittag essen kann, dann gehe ich und dann werde ich direkt als erstes zu Dior gehen, weil ich da um 1 Uhr meinen Termin habe und dann alles andere erledigen. Das ist der Plan. Mal gucken, ob ich es hinbekomme oder ob ich das mit dem Schneiden und so weiter jetzt nicht so gut hinbekomme. Dann würde ich einfach aufs Mittagessen verzichten und das dann irgendwie zwischendurch oder danach einschieben. Keine Ahnung. Mal gucken. Ist jetzt First World Problems, aber genau, so schaut's aus. Boah, gar keine Lust auf den Regen, Leute. Katastrophe. Hallo, ihr Lieben. So, jetzt bin ich auf dem Weg nach Frankfurt. Wir haben 11.16 Uhr, ganz genau. Ich habe ja gesagt, so zwischen 11 und 11.30 Uhr wäre perfekt. Also spätestens 11.30 Uhr. Ich habe wirklich bis zur letzten Minute schon mit meinen Klamotten und meinen Schuhen am Tresen gestanden von der Küche und mein Video zu Ende geschnitten, beziehungsweise jetzt gerade gewartet, dass es abgespeichert wird. Und jetzt habe ich auf Hochladen geklickt, dass das in Ruhe hochladen kann. Und dann werde ich mal schauen von unterwegs immer mal wieder, vielleicht wenn ich irgendwo gerade in irgendeiner Schlange stehen muss oder sowas, dass ich dann irgendwelche Sachen noch bearbeite. Aber das, was ich dann noch machen muss, dauert maximal eine halbe Stunde. Das kann ich auch machen im schlimmsten Fall, wenn ich wieder zu Hause bin, weil ich habe jetzt nicht vor, irgendwann um 8 Uhr nach Hause zu kommen. Von daher aus alles Roger, also in meinem Kopf zumindest das Video abgehakt. Ich habe auch wirklich, ich bin nach Hause gekommen. Wir haben gefrühstückt ganz schnell. Während dem Frühstücken habe ich schon das Video geschnitten. Als ich das Video zu Ende geschnitten hatte, habe ich dann gedreht. Und das hat jetzt echt eine Zeit lang gedauert. Also was anderes habe ich jetzt eigentlich gar nicht gemacht, seitdem ich zu Hause bin. Wirklich gar nichts. Mein Mann hat sich die ganze Zeit um Samu gekümmert, so rum. Ihn bespaßt. Genau. Aber ich bin froh, dass ich fertig geworden bin. So kann ich nämlich in Ruhe losziehen nach Frankfurt. Wow, hier ist eine Menge los. Warum?
Wir haben Mittwoch, 11.17 Uhr mittlerweile. Und es sieht aus wie so ein Feierabendverkehr. Krass. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, das hätte ich gerne noch gemacht, meine Nägel, die sehen katastrophal aus. Ich habe gestern Abend, also wir haben wirklich sehr, sehr, sehr lange unten Fernseher geschaut. Wir sind, glaube ich, um 12 oder sowas sind wir dann hoch ins Bett, mein Mann und ich, und waren beide noch wach und haben dann oben im Bett nochmal einen Film zu Ende geschaut. Und meine Nägel haben mich so gestört, dass ich ins Badezimmer gegangen bin und wirklich mir um, ich glaube, es war 1 Uhr morgens, mir die Nägel geschnitten habe. Und habe schon ein bisschen am UV-Nagellack rumgepult. Ich wollte es unbedingt heute neu machen. Wenn ich es heute Abend nicht schaffe oder keine Lust mehr habe, dann werde ich es auf jeden Fall spätestens morgen machen. Weil es sieht schlimm aus. Naja. So, jetzt geht es aber erstmal ab nach Frankfurt. Ich freue mich auf meinen Me-Time-Day. Ein bisschen zu schauen in Ruhe. Das Einzige, was halt mega nervig ist, dass es nonstop am Regnen ist. Also sowohl hier als auch in Frankfurt. Deswegen, ja. Aber egal, es wird trotzdem ein cooler Tag. Einfach mal so komplett nur für mich. Jetzt bis zum späten Nachmittag. Morgen sind wir aber erstmal alle wieder zu Hause und da passiert nicht großartig was. Am Donnerstag ist mein Mann den ganzen Tag weg, der trifft sich auch in Frankfurt mit verschiedenen Freunden. Da werde ich auch den ganzen Tag dann mit den Kids allein sein. So wechseln wir uns ein bisschen ab, dass wir mal ein bisschen hier rauskommen. So nämlich. So, ich bin jetzt in Frankfurt angekommen. Und ich treffe mich jetzt mit meiner Schwester. Die ist nämlich heute auch in Frankfurt unterwegs. Die muss aber... hat viele andere Termine, sowas wie Zahnarzt und sowas und mit Auto. Aber sie ist jetzt auch gerade kurz in der Stadt. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt wenigstens mal kurz schnell zusammen Mittagessen bei Bull & Beer. Ich freue mich so sehr drauf. Seit Monaten, Monaten, Monaten nicht mehr hier gegessen. Das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsrestaurants. Deswegen, yummy! Guten Appetit! Natürlich, wie immer, unsere Ofenkartoffeln mit Salat, mit Chicken in Chilisauce und dem hausgemachten Eistee. Oh mein Gott, wie ich es vermisst habe. Egal, was ich heute nicht gemacht bekommen hätte oder alles gemacht hätte, das muss sein. Wir sitzen hier tatsächlich draußen in der Kälte, weil drinnen ist verboten. So, wir waren jetzt essen gewesen. Oh mein Gott, es hat so unglaublich lecker geschmeckt. Also, ich habe bei jedem Bissen habe ich immer gemacht, habe meine Schwester schon total genervt. Aber ich muss sagen, ich habe es richtig genossen. Also es war einfach mal wieder genial, draußen einer seiner Lieblingsgerichte zu essen. Jetzt bin ich gerade auf der Goethestraße, ich habe aber noch so eine Viertelstunde Zeit. Ich bin hier gerade, wo bin ich? Bei Prada. Und hier zwei Läden weiter ist Dior. Vielleicht frage ich mal, ob ich vielleicht schon dran kommen kann. So, ich stehe jetzt vor Dior. Hier bin ich ein bisschen vom Regen wenigstens geschützt. Ja, ich muss noch, ich glaube, so 6-7 Minuten warten. Aber ich habe da hinten schon meine Traumtasche gesehen. Die hätte ich ja so, so gerne. Aber es darf noch ein bisschen warten. Sagen wir es mal so. Oh Gott, das sieht so schön aus hier. Ich sterbe. Die sind auch so nice. Passend zu meiner Wunschtasche. Oh mein Gott. Das ist übrigens das Modell. Und er schaut jetzt in meiner Größe, welche Farben verfügbar sind. Oh Gott, so schön. Ah, Leute, ich hab's getan. Ich bin Louis Vuitton fremd gegangen. Ich habe die Schuhe mitgenommen. Und zwar doch in einem Schwarz. Zeige ich euch, wenn ich zu Hause bin. Oh mein Gott, ich bin so verliebt.